Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA bzw. auch diesmal Red Dead Redemption 2. Denn Rockstar Games hat mal endlich rausgehauen, was so jetzt ansteht in den Spielen, was sie so jetzt geplant haben in der nächsten Zeit und vieles mehr. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und außerdem Leute, für die mich überhaupt gar nicht abonniert haben, abonniert mich, was sind die krassesten Informationen rund um GTA und mehr. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Wenn wir Informationen haben wollen, die offiziell sind von Rockstar Games, müssen wir natürlich erstmal in den Rockstar Newswear. Und zwar werden wir einen Sommer-DLC bekommen. Aber zuerst gesagt, ganz klar, es ist ein Sommer-DLC. Wie in der Vergangenheit auch, ein Sommer-DLC ist jetzt nicht wirklich groß oder vielfältig, sondern eher so gesehen ein Übergang, nämlich zum Winter. Denn die besten DLCs kommen ja eher Richtung Herbst, Winter. Aber gut, was ist denn alles so da drinne? Und zwar werden hier bereits existierende Inhalte erweitert. Das bedeutet, neue Missionen für CO, Biker, Bunker oder Nachtclub werden hinzugefügt. Außerdem neue Kontaktmission, und zwar können wir hier als verdeckter EII-Agent irgendwelche kriminellen Verschwörungen aufdecken. Also so gesehen sind wir CIA-Agent, mehr oder weniger. Außerdem Leute, eine richtig geile Information, und zwar wird die Oppressor MK2 gedowngradet. Das bedeutet, dass die nicht mehr so krass unfair ist. Also die Lenkraketen pro Oppressor MK2 werden hier reduziert, aber auch die, ich sag mal, Gegenmaßnahmen gegen Raketen werden von der Oppressor MK2 auch reduziert, dass sie nicht mal so effektiv sind. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber ich muss hier sagen, warum nur die Oppressor MK2 oder werden auch andere Fahrzeuge, zum Beispiel der Deluxe oder andere Sachen, auch reduziert? Denn es gibt ja viele Waffenfahrzeuge, die eigentlich einfach viel zu krass sind. Aber gut, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Was gibt es denn sonst noch in diesem Sommer-DLC? Im Sommer-DLC gibt es auch noch eine, ich sag's mal, neue Möglichkeit, eine einfache, schnellere Variante, irgendwie an Snacks und Panzerungen dran zu kommen, dass man in den Missionen schneller sich, ich sag's mal, schützen kann oder heilen kann. Außerdem soll man jetzt auch Verkaufsmissionen, die zum Beispiel vom CEO, Biker, Nachtclub, wie auch immer, bisher nur in Open-Lobbys gemacht wurden, jetzt auch in einer Einladungssitzung gestartet werden können, beziehungsweise Freundessitzung. Also sprich, dass eure Ware nicht mal von anderen mit Spielern so gesehen gegreased werden können. Außerdem werden hier die GTA-Dollars Ausschüttungen erhöht von der Mission, was irgendwie klar ist, da die Fahrzeuge, die in diesen Sommer-DLC kommen, garantiert nicht unter 1 Million verkauft werden. Aber gut, was wissen wir denn sonst noch über das Sommer-DLC 2022? Naja, wir wissen offiziell über ein Auto Bescheid. Und zwar über den Pegase Torero. MK2, MK1, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Name noch nicht ganz so bekannt, aber hier ist schon mal ein Bild von den Lamborghini. Und zwar ist es in der Realität der Lamborghini Countach 2022, also so gesehen der Remake eines alten Lamborghinis. Und da es diesen alten Lamborghini tatsächlich schon in GTA Online existiert, bin ich mal gespannt, wie er jetzt heißen wird. Aber gut, wie viele Fahrzeuge sollen denn generell denn kommen? Also laut Gerüchten sollen bis zu 26 Fahrzeuge hinzugefügt werden. Und nein, Leute, bevor ihr sagt, oh mein Gott, 26 Fahrzeuge, so viel Geld habe ich doch gar nicht auf dem Konto, um mir das alles leisten zu können. Die werden natürlich nicht alle sofort ausgeschüttet, sondern es werden vielleicht so 10 Fahrzeuge auf einmal beim DLC, ich sag's mal, veröffentlicht und danach alles via Dropfeed. Und wenn ihr GTA Plus habt, werdet ihr die ganzen Fahrzeuge auch eine Woche früher bekommen als die anderen ohne GTA Plus. Aber gut, was ist denn sonst noch so bekannt in der Gerüchteküche? Wir werden wohl 2 neue Waffen bekommen, wir werden auch neue Aktivitäten in San Andreas bekommen, das bedeutet vielleicht so eine Art neue Suche für Caio Perico, heißt irgendwie neue Sachen sammeln oder sonst irgendwas. Aber die wichtigste Frage ist hier eigentlich, wann kommt denn dieses DLC, was in den Codenamen lustigerweise DLC 1 2022 trägt? Naja, das DLC sollte am 19. kommen, also sprich eigentlich in knapp paar Tagen. Aber naja, Rockstar Games, ich weiß auch nicht warum, die waren aber irgendwie ein bisschen faul oder haben es nicht ganz hingekriegt mit dem Timing. Denn die haben das DLC jetzt um 1 Woche verschoben. Das bedeutet, das DLC wird am 26. rauskommen. Warum eine Woche später? Das ist natürlich nicht bekannt. Rockstar Games hat auch so gesehen offiziell nicht den Release-Datum rausgegeben.
aber man wusste anhand des GTA Plus Zeitraums, wann das DLC kommen würde. Und lustigerweise auch die Eventwoche, alles hat darauf hingezeigt, dass der 19. der Stichtag ist für dieses DLC, aber tatsächlich wurde es jetzt um eine Woche verschoben und die GTA Plus Mitgliedschaft wurde auch um eine Woche verschoben bzw. verlängert. Also diese Eventmonat, sagen wir jetzt mal. Und daher kann man sich hier ziemlich sicher sein, dass es am 26. kommen wird. Das ist ein Dienstag. Aber gut Leute, zu guter Letzt habe ich noch Informationen zu Red Dead Redemption 2 bzw. eher gesagt zu Red Dead Online. Denn Rockstar Games hat das Spiel, ja, noch nicht ganz abgeschrieben, aber eigentlich schon wirklich. So, warum sage ich jetzt sowas Komisches? Naja, die werden natürlich die Eventwochen, die es in Red Dead Online gibt, natürlich weiterführen, beziehungsweise das wird immer wieder weitergeben. Es wird bereits existierende Rollen in Red Dead Online werden ausgebaut, beziehungsweise erweitert. Neue Telegram-Missionen kommen noch dieses Jahr, aber hier ganz klar schlechte Nachrichten. Es werden keine DLCs mehr kommen, also keine großen Updates mit irgendwelchen Neuerungen und neueren Banküberfällen oder sonst irgendwas in Red Dead Online. Also so gesehen ist Red Dead Online eigentlich, ja, von Rockstar Games abgeschrieben. Also die werden da nicht mehr so viel machen, beziehungsweise eigentlich gar nichts mehr. Denn sie haben auch hier in Newsware reingeschrieben, dass die ganzen Ressourcen eher Richtung GTA Online bzw. Grand Theft Auto gewidmet sind, auch fürs neue Projekt, was auch immer das bedeuten könnte, GTA 6 möglicherweise, oder tatsächlich einfach nur das neueste GTA Online DLC. Man weiß es nicht. Aber man weiß es einfach hier schon, dass Red Dead Online leider keine große Zukunft hat in dieser Spielefirma, was eigentlich sehr schade ist, da das Spiel eigentlich ja sehr großes Potenzial hatte. Aber gut, Leute, das waren jetzt mal alle Informationen, die Rockstar Games verbreitet hatte oder halt irgendwie auch nicht. Ich hoffe, euch hat das kleine Informationsvideo gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, Leute. Euer OneBot. Ciao.